Kompliment an euch alle, weil ihr heute hier seid und nicht in der Schule. Aber warum genau sind wir eigentlich hier? So oft, zum Beispiel in den letzten Wochen, den Satz, alleine kannst du eh nichts ändern, gehört. Also warum stehe ich jetzt hier mit euch allen und halte diese Rede? Denn die tut zurzeit einfach nicht genug, um der Umwelt das zu geben, was sie braucht. Denn ein Kohleausstieg bis 2038 ist nicht genug. Es reicht nicht, wenn man bedenkt, dass wir schon Probleme mit der Einhaltung des 2-Grad-Ziels haben. Wie sollen wir denn auch nur ansatzweise eine Chance haben, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen? Wie? Es muss so viel Entscheidendes in der Politik passieren und kaum einer setzt sich dafür ein. Stattdessen kriechen unsere Politiker lieber den Wirtschaftsbossen und den großen Konzernen in den Arsch, die es nicht wirklich dürfen, was der Umwelt passiert. Aber wann werden sie merken, dass man mit Geld keinen Schnee kaufen kann, in dem ihre Kinder und Enkel spielen sollen? Wann werden sie merken, dass man keinen Winter kaufen kann? Wann werden sie das merken? Wann werden sie begreifen, dass es jetzt schon fast zu spät ist und dass es wichtig ist, jetzt etwas zu tun? Ich denke, wir alle sind uns einig, dass wir so lange auf die Straßen gehen und nicht aufhören werden zu kämpfen. Bis für unsere Zukunft gehandelt wird. Denn was bringt der Regierung all das Geld, wenn wir den Planeten langsam aber sicher zugrunde richten und herunterwirtschaften? Was müssen wir tun, um denen da oben klarzumachen, dass es so nicht weitergeht? Wir müssen so lange auf die Straßen gehen, bis sich etwas ändert. Aber nicht nur die Politiker und die Politik muss etwas ändern. Denn es kommt auf jeden Einzelnen von euch an. Was können wir tun, um die Umwelt zu schonen und unserer Politik ein Vorbild zu sein? Wir können weniger Plastikmüll erzeugen. Wir haben einen Unverpackladen in Konstanz. Das ist eine geniale Methode, um Plastikmüll zu vermeiden. Wir können mehr Fahrrad fahren. Wir können mehr auf öffentliche Verkehrsmittel setzen. Für eine autofreie Innenstadt. Wir können auf unsere Ernährung und die Herkunft unserer Lebensmittel achten. Wir können so viel tun. Das sind nur einige Beispiele. Aber wenn jeder sich daran hält und etwas dafür tut, dann macht es einen gewaltigen Unterschied. Aber hier kann auch die Politik etwas tun. Denn wir können hier in dieser Stadt vor allem, wir können mehr Fahrradwege bauen, wir können den Busverkehr ausbauen. Ich bin mir sicher, jeder von euch wäre bereit, öfter
mit dem Fahrrad oder dem Bus zu fahren. Aber gerade für die Leute außerhalb fährt, wenn überhaupt, nur ein Bus in einer halben Stunde, der dann meistens auch noch 10 Minuten Verspätung hat, mindestens. Wie sollen wir denn, da kann man definitiv etwas tun. Man kann mehr Busse in die Dörfer schicken, man kann mehr Schulbusse einsetzen. Es gibt so viel zu tun hier. Und wir werden nicht ruhen, wir werden nicht still sein, bis sich endlich etwas tut. Und wir und unsere Forderungen ernst genommen werden. Bis unsere Zukunft sicher ist. Dankeschön.